Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Skyblock 3. Ja, ich habe mich mal ein bisschen umgeguckt, habe auch festgestellt, dass ich wieder mal viel zu ungeduldig bin und einfach mal mein Hirn einschalten sollte. Man sieht auch oben hier, ne, diesen lustigen blauen Punkt, ne? Blau heißt Eingang. Darum funktioniert auch das nach da. Ja, und wenn man jetzt dann hier so rumschaut, hier sieht man nichts. Ja, alles leer. So, wenn ich jetzt hier hingehe, ja, kann man mit dem Hammer draufdrücken. Einmal in nix, einmal in blau ist Eingang und einmal in rot. So, das heißt jetzt für mich, ich kann jetzt nochmal hingehen. Ja, weil für mich ist es ja ein bisschen schwachmatisch. Ich baue den jetzt einmal komplett ab. Was ich jetzt halt nicht weiß, ist, nee, der wird nicht so gehen. Aber wir machen das jetzt auf jeden Fall so. Ich baue das Ding jetzt mal hier hin. Na, das wird jetzt auch nicht gehen, vermutlich. Aber ich teste das. Wir sind jetzt hier beim Testen. Ja, also blau. So, kann ich das jetzt doch so machen? Nein, kann ich nicht. Okay, macht keinen Sinn. Also dann wird der einen versetzt nach vorne. Ja, aber er merkt sich wenigstens. Warte mal, wir können es doch dann noch mal testen. Und zwar, wenn ich dich jetzt dahin mache, ja, mit dem Hammer oben drauf, ist auch weg. Ja, wobei, wir machen es mal so. Als erstes probiere ich nämlich jetzt mal das anders. Und zwar, wenn ich dich jetzt dann einfach dahin knall, weiß ich halt nicht, ob der das eventuell vielleicht sogar macht. Apropos, ich sehe da was, mach mal deine Fackel hin. So. Dann haben wir jetzt da hier den roten Punkt. Ja, das ist jetzt dann der Ausgang. Das ist ja schon mal schön. Ich habe ja hier jetzt ein bisschen die Kiste ja schon mal reingepackt. So, und jetzt pappen wir dann das Relais hier hin. Vielleicht hinten. Ach nee, doch. Ein Kabel habe ich dabei. Also das heißt von da nach da. Kabel auch noch mitnehmen. So, und dann machen wir erst einmal hier ein und hier einen rein. So, und jetzt machen wir Kabel ans Relais, an dahin. Vom Relais dahin und vom Relais dahin. Oh. Und wenn wir jetzt nicht baden gehen würden. Also er hat auf jeden Fall gerade was gemacht. Also Stored-Energie steht drin. Er ist auch auf Maximum Energie und er ist auch auf Maximum Energie. Jawohl. Also die sind jetzt alle angeschlossen. Habe ich den jetzt dabei? Nö, natürlich nicht. Dann hätte ich gesagt, dann nehme ich jetzt dich wieder. Stell dich wieder dahin. Au, 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 au. Ich verbrenne mich wieder. Ein bisschen Strom macht Spaß. So, und wir machen dieses Kabel dann dahin. Und ab jetzt müsste auch der wieder komplett unter Strom stehen. Müsste. Mal du weg. Kann nämlich sein, dass das der Stromanschluss ist. Ja, aber bestimmt nicht den hinmachen, sondern den hinmachen. Dann brauche ich nochmal von da nach da.
Und es ist auf jeden Fall auch Strom drin. Sehr schön. Und dadurch, dass ich das gerade in der zweiten Hand habe, merke ich gerade so richtig, funktioniert. Schön. Funktion gefunden. So, dann nehme ich jetzt mal auf jeden Fall. Ja, das geht jetzt natürlich nicht, weil hier brauche ich zwei freie Hände. Dann stelle ich dich jetzt mal dahin. Mit dem Hammer drehe ich dich um. Vielleicht geht's auch raus. Mal gucken. Ja, meine Erde muss ich noch holen. Habe ich denn die Erde hin? Weggeschmissen? Oder was? Oder wie? Oder wer? Ein Dirt? Dirt habe ich nicht mehr hier. Habe ich es auf den Boden fallen lassen und die Cane oder was? Das wär's ja nicht. Das ist ja nicht. Ja, ist auch ja nicht. So, wir rennen mal schnell nach vorne. Ich brauche schon wieder was zum Futtern. Muss unbedingt da weitermachen. Ja. So. Ich will, ich möchte. Ich möchte eine Erde haben. Und ich möchte. Ja, doch, ich nehm weiterhin Melonen. Und jetzt muss ich mal probieren. So, wir schmeißen mal schnell die Melone hier rein. Aber ich will mal wissen, ob diese 10-10-10 Melone auch da hinten funktioniert. Ich habe zwar eine Vermutung, nein, aber man kann es ja mal probieren. So, wie gesagt, das ist jetzt alles provisorisch da hinten. Wie gesagt, der Weg schon nicht mehr. Aber das da ist jetzt für mich auch. Ja, das ist jetzt dann für mich nämlich ein. Sollte optisch täuschen. So, und du gehst da rein. Brauche Black Concrete und ich brauche den da. So, dann gehst du nämlich jetzt schon mal dahin. Nein, gehst nicht. Du gehst schon mal dahin. Dann machst du den hier mal schon mal zu und dann machst du den da weg. Dann tun wir mal das Glas da rein. Ich bin jetzt ein bisschen Luft. Da kommst du dahin. Ist auch weg. Du gehst schon mal dahin. Dann habe ich jetzt hier 7, dann mache ich hier dicht. Das ist in Ordnung. Und jetzt muss man sich halt vorstellen, dass das Wasser da einfach unten drunter durchläuft und da rauskommt. Geht natürlich leider nicht, weil sonst, ne, habe ich unten Überschwemmung. Das muss man sich halt dann einfach einbilden. Ich muss einbilden, das kann ich. Dann habe ich. Wir das. Brauche noch mal zwei, die sind aber innen. Einer kann ich hier nämlich schon mal wieder jetzt entlang blitzen. Ohne dass ich da die ganze Zeit Muffensausen haben muss, dass es nicht geht. So, was ich aber machen kann, haha, aber wir haben ja hier die Knochen. Brauche nicht nach vorne rennen. Wenn ich hier keine Knochen hätte, hätte ich ein Problem. Aber ich glaube, funktioniert als Fertilizer.
Korrekt. Aber der wird erst beim nächsten Mal, wenn er durchgelaufen ist, dann merkt er den Fertilizer. Okay, also und da laufen jetzt erstmal die Kürbisse. Mein Problem wird jetzt halt dann sein, wenn ich es jetzt bei 3 belasse, müsste ich den eigentlich rausschmeißen. Ich bin gerade beim Überlegen, ob ich den auf 5 erweitere. Und das macht eigentlich meiner Meinung nach, war am meisten Sinn. So, also das sind jetzt dann 1, 2, 3. Du gehst zu. Dann nehmen wir den Eimer. Perfekt. Und wir machen hier auch zu. Beziehungsweise dich mache ich wieder auf. Kommst du dahin? Kommst dahin? So, und dann kommt der da weg. Der kommt auch weg und der kommt, muss weg. Kommt dahin. So, dann haben wir jetzt nämlich der Weg ist dann hier. Kommst dann dahin. Kommst dann dahin. Kommst dahin. So, jetzt muss ich mal schnell schauen, ob ich noch Steine drin habe. Geil, jawohl, in 3 Stück. Sind es nicht sogar die, wo mir fehlen? Jawohl. So. Schaut doch ganz gut aus. Jetzt ist die Frage, habe ich auch noch andere Steine drin oder nicht mehr? More Bricks habe ich auch noch. Sehr schön. Dann sind nämlich die, wo ich jetzt brauche. So, dann heißt es nämlich jetzt für mich, ich gehe jetzt hier komplett hin. Ach so, ja, kann ich gehen, weil ich den ja umgestellt habe. Nochmal. Jawohl. Und noch mehr wohl. Mehr geht nicht. Erstmal eine Fackel drauf, weil momentan habe ich nicht mehr da. Aber okay, dann habe ich schon mal jetzt das da. Gehen die Mel bleiben die Melonen drin oder gehen die raus? Die Melonen bleiben drin. Das heißt, da brauche ich dann irgendwann eine Pipe. So, das Camouflage habe ich natürlich noch nicht rausgefunden, was ich dafür brauche. Aber wir sind auf jeden Fall schon mal auf einem guten Weg dahin. So, was habe ich denn da hinten? Better Steel Production. Engineering Blocks. Void Samples. Distilling Water. Biodiesel. Collecting Oil. Genau, dann wollen wir erstmal hier hinschauen. Ich brauche einen Reinforced Blast Brick und einen Blast Furnace Preheater. Okay. Was ich, bevor ich jetzt aber weitermache, hole ich mir jetzt erstmal richtig Eisen. Und zwar ein Stack gleich. Danke. Ich habe natürlich, diesmal war ich, wäre ich selber schuld. Oder? Weil ich ihn nicht ausgemacht habe. Aber der dürfte mal wieder leer sein. Ja. Aber ist egal, ich habe jetzt hier Lava drin. So, wir machen jetzt erstmal den hier. Aber das brauchen wir auch. So, mit dem Eisenstack werden wir jetzt nämlich hingehen und erst einmal das hier reinschmeißen.
Lass mir Stahl produzieren. So, dann nehme ich das da mal raus. Und mein Hauptproblem wird bestimmt sein, dass ich dass das Ding vollgelaufen ist. Und der letzte Eimer. Und wir sind glücklich. Okay. So, da kann nämlich jetzt hier wieder Coco durchlaufen. Wir haben jetzt hier schon mal eine Stahlproduktion laufen. Das ist schon mal in Ordnung. So, dann brauchen wir Reinforced Glass Bricks. Das ist Immersive. Reinforced Glass Brick. Das bist du hier. Und dafür brauche ich eine Stahlplatte und einen Blastbrick. Und von dem Blastbrick brauche ich immer noch Nether und die normalen Bricks. Habe ich da noch was da? Muss ich erstmal. Achso, Reinforced Storage Crate. Ein Item Router. Okay, dann was haben wir denn hier? Extracting Conveyor Belt. Covered Extracting Conveyor Belt. Conveyor Belt. Okay, von den Conveyor Belts merke ich auch gerade, da gibt es jetzt auch weitaus mehr. Also sozusagen, das wäre die Möglichkeit, wie man raus und reinkommt. Für mich muss jetzt aber erstmal das, was im Klar sein muss, ist die Möglichkeit, diese Bricks zu bauen und ich werde sie wiederfinden. Die sind da. Okay, Blastbrick, Netherbrick. Ich muss nochmal gucken. Ja, bisschen oben. Habe ich oben in die Kiste geschmissen, ich dann weiß ich auch, wo sie ist. Jetzt ist noch die andere Frage. Habe ich auch noch die normalen? Oder habe ich die? Und die sind natürlich unten. Was ist anders zu erwarten? So, ich brauche Würfel davon. 27 Stück. Ja. Genau. Ich habe da die Bezweiflung, dass ich so viel habe. Es sind 9. Ich brauche, glaube ich, 9 von jedem, ne? Also, das heißt, ich muss mir auf jeden Fall dann noch ein bisschen Clay holen. Ich habe da nur langsam die Befürchtung, dass ich nicht mehr so viel habe. 12 Stück könnte reichen. So, wir machen da gleich mal wieder die da draus. Und die schmeiße ich jetzt erstmal da rein. Das auch. Auch erstmal ein bisschen Platz im Inventar. Steine auch weg. Da kommt jetzt das Holz rein. Den Stick kann ich hier auch noch mit reinschmeißen. So, Netherbricks brauche ich auch. Ich habe mal gesagt, wir machen 16. Viel zu weit gerannt.
Dann brauche ich 9, habe ich gesagt. Mein Problem ist, ich brauche 27 Stahl. Ich brauche viel zu viel Stahl jetzt gerade, aber ich glaube, mit dem kann ich ja dann auch schneller Stahl herstellen, ne? So, wir haben jetzt 15. Mir fehlt ein. Ja, genau. Mir fehlt ein Clay. Wenn ich jetzt Glück habe, sage ich das gleich nochmal. Ich sag nichts dazu. Ja, ist ja gut. Habe ich noch welche? Ja, Gott sei Dank. Ah, ich habe da noch 64 Stück in der Kiste. Das ist jetzt mal nicht so schlimm. Machen wir von jedem 4. Die restlichen hebe ich auf. Was weg ist, ist weg. Höre ich dann wenigstens nicht der Katz, wenn ich nochmal was brauche. Okay, soweit so fertig. Das heißt, wir haben jetzt 27 Stück. Perfekt. So, das heißt, wir haben jetzt die da. Wie viel Stahl habe ich? 16. Habe ich noch irgendwo Stahl rumfliegen? Nein. Also das heißt, wir brauchen jetzt auf jeden Fall. Und für den Blast Furnace Preheater. Blast Furnace Preheater. Dafür brauchen wir Iron Sheet Metal und External Heater. External Heater mache ich mit einem Copper Coil Block. Eisen und Kupfer. Und die da mache ich aus Eisenplatten. Und davon brauchen wir 7. Gut, das heißt, ich brauche Eisen. Also ich brauche einen Redstone. Ich brauche Eisen. Ich brauche 3. Nein, ich brauche mehr. 1, 2, 3. Genau. Und jetzt Walzer tanzen. Ja, dreiviertel Tag. Ja, ich weiß sowas. Das war dann das da. Das war das da. Okay. Ich nehme alles zurück. Also 3 Stück brauche ich. Das nehme ich wieder raus. Und jetzt brauche ich gleich das Werkzeug. Das müsste ich aber noch in der Tasche haben, ne? Einen Hammer habe ich auf jeden Fall da unten. Mit meinem Glück habe ich jetzt den Wirecutter vorne. Oder ich bin mal wieder blind. Nicht auszuschließen. Okay, oben in der Kiste. Wenn das Faulei zu faul ist, die nach unten zu latschen, dann latscht mal dann nach oben. So, Hammer. 9 Stück Hammer. Dann Copper Wire. Ja. Das ist eine total super Zahl. Was muss in die Mitte? Eisen?
Ein Stick. Oh. Das waren jetzt 8 Stück, oder? Und da brauche ich jetzt das Eisen. Ja. Gut, dann haben wir Redstone, dann haben wir 3 davon. Und die 4 Eisen-Ingots an der Seite. Und wir drehen es um und ich habe den External Heater. Sehr schön. Dann haben wir schon mal den ersten Teil. Schmeißen wir dich da mal rein. Und dich schmeißen wir jetzt erstmal hier rein. Okay, jetzt brauche ich dann für den Blast Furnace 7 Stück und davon brauche ich immer 4. Hammer. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Klack, klack, klack. Und dahin. Oh, hätte ich gar nicht so viel gebraucht. Na, ist egal. So, dann kommst du dahin. Und der Heater kommt dahin. Und ich habe einen Blast Furnace Preheater. Und davon brauche ich 2. Yay! So, und jetzt brauche ich davon 1, 2, 3, 1, 2. Eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei, drei. Merke schon wieder, ich konnte wieder zählen. Halt, habe ich da vielleicht noch? Habe ich nicht. Wenn, dann habe ich sie nicht gesehen. Drin? Nee, Monsterloy ist das. Also. Und jetzt haben wir. Das, das, das und das. Und 4 Sticks. 1, 2. Das. Und das Eisen. Und nein. Ach so, genau. Das war der. Ja, was habe ich nicht da? Redstone. Nein. Auch nein. Man sagt zwar die ganze Zeit, ne, man räumt es auf, aber ne, dann glaubt man sich selber nicht. Kommst. Nein, du kommst nicht dahin, du kommst dahin. Eins, zwei. Und jetzt haben wir einen zweiten. Und jetzt haben wir schon mal den ersten Teil. Sagen wir mal, wie viel Stahl, dass ich in der Zeit verbrochen habe. Immer noch zu wenig. Ich habe 23. Ich brauche aber 27. Und da haben wir, nimmt auf jeden Fall auch gerade katastrophal ab. Achso, genau, das war der Block hier. Blastbrick. 27 habe ich. Das heißt, ich brauche jetzt noch weitere 4. Habe ich überhaupt das Buch da?
Weil ich bin der Meinung, dass ich dann den da austausche. Gibt es auch einen besseren Coke-Ofen? Sehe ich leider keinen. So, wir brauchen einen Redstone, wir brauchen einen Light und einen Heavy. Wenn ich jetzt da wäre, in die Ei, wäre ich nacheinander. Bin ich aber nicht, also doch da. Redstone Engineer Block, das heißt, wir brauchen vier Redstone, vier Eisen und ein Kupfer. Okay. Einen Fluid Router gibt es auch. Sagt mir aber noch nichts, dass da auch Pipes gibt. Gibt es da auch Pipes? Das sehe ich auf jeden Fall noch keine. Bist denn du ein Fuel Tank? Coke Oven Preheater? Reinforced Coke Brick. Okay, das heißt, es gibt auf jeden Fall dich auch. Ist schon mal schön zu wissen. Genau, also Light Engineer. Schlimme ist, ich sehe schon wieder die Blöcke nicht mehr. Da sind sie. Light brauche ich auch vier. Die Mechanical Komponenten habe ich da, habe ich noch nicht. Okay. Was sagst du mir für die Chemical, für diese Komponenten? Brauche ich Eisenplatten 2 und ein Kupfer? Und ich schätze mal für den Sternstarken brauche ich dann Stahl. Oh, den kann ich gar nicht da drin bauen. Brauche auch noch Pistons dafür. Ja, aber das kann ich erstmal vergessen. Ah, doch, gibt's auch. Stahlplatte und Kupfer. Aber ich brauche meine Stahlplatten erstmal für den hier. So, wir sind jetzt bei 23 plus 4 sind wir bei 27. Wenn ich richtig sehen kann. So, und ich verschenke sogar den einen Stahl. Ziehen wir alles raus. Und jetzt hämmern wir mal alles raus. Und jetzt muss ich mal gucken. Kann nämlich sein, dass der nicht mehr hier reinpasst. Dafür brauche ich nämlich jetzt das Buch. Oder schauen wir mal schnell in die Quest. Steht da noch was drin oder war das schon alles? Das war schon alles. Okay, dann muss ich jetzt mal schnell schauen. Heavy Machinery. Improved Blast Furnace. Was bist du? Nein. Blast furnace preheaters are used to heat up air and then blow it into the furnace to speed up the reinforced process of iron. Each furnace can have up to two preheater connect to the ports of the each side. In each pro head requires 32 flux per tick to operate. Okay, das heißt also, das sind 9. Das ist die zweite Reihe, das ist die dritte Reihe. Okay, und ein Piston kommt oben drauf. Pistonhammer. Hier. Das haben wir nicht. Das haben wir.
Das Eisen lasse ich jetzt mal da. Nein, das kriegen wir in die Inder kriegen wir in die zweite Hand. Da kriege ich auch das Eisen noch mit. Aber die Platten lasse ich da. Bin bei Dunkelheit runter und bei Dunkelheit rauf. Yay. Muss mich einfach um 180 Grad drehen. Einfach merken. 180 Grad drehen, laufen. So. Das ist interessant. Das heißt jetzt, ich stelle das Ding jetzt einfach einmal da aus Gaudi, Jux und Dollerei hin. Da nicht. Dann muss ich dahin. Das Holz kann nämlich weg. Habe ich nämlich auch einen Durchgang. Okay, dann war da ein Hopper. Und dann hätte ich gesagt, mach mal hier einen hin. Und hier einen hin. Du kostet wohin? Zack, zack, kostet so hin. Ich hätte jetzt mal gesagt, der kostet so hin. Soll er ja reinpusten. Und wenn ich jetzt da drauf drücke, jawohl. Ha, okay. Das Reinpusten ist in Ordnung, aber war die falsche Stelle. So, das heißt, du kommst jetzt dann dahin. Und du kommst jetzt dann dahin. Das ist in Ordnung. Jetzt brauche ich, ja. Ich bin mit meinem Verstand, ja, genau. Also die habe ich dabei, das ist überhaupt kein Problem. Wobei ich weiß gar nicht. Das dürfte so funktionieren. So, Coke. Und das Eisen rein und der arbeitet. Mein Problem wäre das, ja, und das Kabel habe ich auch nicht dabei. Was brauche ich? Kabel. Ich will ja was an. Guck mal, was brauche ich? Ein Kabel. Um sich die Schnürde zu binden, die Schuhe zu binden als Schnürsenkel. Dafür braucht man Kabel. Mann. So, zwei, nein, drei Stück und ein Relais. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es überhaupt funktioniert. Das heißt nämlich, das Relais müsste meiner Meinung nach nämlich hierhin. Kann jetzt aber auch sein, dass das Kabel da nicht hingeht. Doch, geh dahin. So, und du gehst jetzt dann dahin. Au, 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 au. Ja, das ist das schlau. Das heißt, ich krieg definitiv jedes Mal jetzt einen Stromschlag. Total antischlau. Ich habe noch keine Ahnung, ob das Relais da oben hinpasst. So, wir können es ja mal probieren. Also, das Relais kommt hier hin. Da kommst du jetzt hier hin. Ja, au. Das musst du weghauen. Kommst du auf den Boden. Du kommst hier hin. Kann ich von hier nach hier ein Kabel verlegen? Nein, kann ich nicht. Das heißt, ich habe jetzt definitiv zu wenig Kabel dabei.
Wo hat jetzt das Relais hin? Da oben. Wir probieren noch mal was. Ich muss endlich was essen. Und da, ich müsste hier bestimmt Pizzen haben. So, wenn ich jetzt hier noch mal ein Relais hinmache. Ist die Frage, gehst du von hier nach hier? Ja. Dann gehst du auch von hier nach hier. Auch ja. Gut, und jetzt musst du von hier nach hier und du gehst auch. Sehr schön. Doch, ja. Sag ich doch. Hab die Pizza. Pizza essen. Wie schaut es jetzt hier aus? Kann ich hier da vorbeilaufen? Ich vermute, ich muss hier rein mit dem Strom. Das ist hier alles zu knapp. Aber er arbeitet ja trotzdem. Er arbeitet aber nicht schneller, weil, wie gesagt, er ja kein Ding da rein pustet. Wie gesagt, das muss jetzt dann alles nach unten. Also, das bleibt hier nicht. Das ist als alles nur Provisorium, um einfach mal irgendwas auszuprobieren. Ja schon wild schlimm, was ich hier so fabriziere. So. Ja, weil ich müsste ja alles umstellen. Aber funktionieren tut's. Jetzt ist nur die Frage. Ich kann ja mal schnell den. Ja, der ultimative Test geht nicht, weil ich, wenn ich um die Kurve komme. Da habe ich, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht klappt. Und dann habe ich ein Kabel und ein Relais zu wenig. Ja. Dann sagt er nö. Also das heißt, wir gehen jetzt mal schnell. Ja, auch nicht gehen. Ja, also das heißt, wir holen mal schnell einen Stein und noch mal ein Relais und ich brauche noch mal Kabel. Au. Kabel dürfte ich keins mehr haben. Können wir schnell mal eins machen. Da rein. Emily. Jawohl, zwei Sticks habe ich noch einstecken. Perfekt. So. Wenn wir gleich sehen, ob es als ich hier noch Steine. Keine Steine. Gut. Ja, mal wieder runter. Dann hätte ich gesagt, kann ich gleich die Small Bricks machen.
Lasset uns nach hinten laufen. Dann müssen wir mal den ganzen Käse hier erweitern. Wir sind jetzt noch mal 1, 2, haben wir das auch. Und bis ich dann meine Slabs habe, wackeln hin und runterplumpsen. So, dann habe ich das. Dann heißt es jetzt, du kommst da weg. Du kommst dahin. Dann habe ich jetzt mein Relais. Das Relais kommt hier hin. Das nächste kommt hier hin. Und dann heißt es jetzt, du gehst nach da. Und du gehst nach da. Du gehst nach da. Und du gehst nach da. Kann ich nur drehen. Kann ich mehr machen? Muss ich? Ah! Moment. Moment, wenn ich das gerade richtig entdeckt habe, wird es jetzt einfacher. So, dann heißt es nämlich, das Relais kommt doch hier hin. Wenn man sogar drauf rumhüpfen, ist das cool. So. Also, dann kommst du jetzt dahin, du kommst dahin und du musst dahin. Au! Glaube, es geht. Ich habe einen Stromschlag gekriegt. Jawohl. Verbraucht ganz schön Flux. Ist Flux weg? Aha. Ist nur die Frage, gehst du auch trotzdem? Ja. Beziehungsweise, nein, wir machen. Also rotieren tut auf jeden Fall mal nichts. Wie das sein können. Verbunden ist es. Ja, aber der ist schon schneller. Doch, ja. Natürlich. Aber ich glaube, die 12 Stahl sind genau die wir uns auch. Ja, ist ja gut. Hab's verstanden, dass ich da nicht mehr hüpfen darf. Ich hab schon Verbrennung, 2., 3. und 5. Grad ist, glaube ich, hier. Die komplette Pizza habe ich schon verballert. Ja, brutzel, brutzel und studier. So, also wir brauchen den Redstone Engineer Block. Den will ich jetzt auf jeden Fall noch machen. Das sind 4 Eisen. Ein Kupfer, 4 Redstone. Ich müsste hoffentlich alles haben. So, und der andere.
Nimm's nur sicherheitshalber mit. Sicher. Doch, Eisenplatten habe ich noch. Okay. Also, das war jetzt das da in die Mitte und das da drumherum. Und ich habe einen Redstone Engineers Block erkannt, weggeräumt. Jetzt brauchen wir den Lightning. Dafür brauche ich jetzt ein Kupfer und zwei Platten. Ne, davon brauche ich zwei, ne? Eins, zwei. Ah, okay. Hast du schon gemacht? So, du kommst dann dahin. Die vier Eisen kommen dahin. Und die drei Kupfer, wo ich brauche, da muss ich Nummer zwei holen. Ist jetzt Nuggets mitgenommen. So, dann haben wir Lightning Engineer Blöcke. Wo kommst du her? F7. F7. Man weiß es nicht, aber du bist da. Nochmal F7. Nö. Also ich sehe hier keine Kreuze. Aber es ist einer mal wieder rumklatscht. Ist egal. Einzige, was nicht egal ist, dass ich jetzt wieder mein Inventar voll klatsche. So, davon brauchen wir jetzt dann hier 4 und 2 Kupfer. Dann könnte es sein, dass das doch knapp wird. So. Das kommt rein. Die Platten. Da haben wir es auch schon fast kaputt. Wir haben zwei. Jawohl. Und jetzt brauche ich wie viel? Ich brauche noch einen Pisten. Braucht zwei Pisten. Wie gesagt. Davon mal schnell acht. Wenn ich von dem Zeug alles genügend hätte, ne, dann würde ich ja mal einfach mal hingehen und sagen, okay, ich mache jetzt mal einfach ein Stack. Aber dafür habe ich noch zu wenige. Also Pistons, das da und vier Stahl. Oder war das jetzt kein... Ach, das war jetzt bestimmt Elektrum. Richtig? Hell sehen. Elektrum ist in der Schmelze 1 zu 1, oder? Also, ich weiß doch gar nicht, ob ich Silber überhaupt gemacht habe. Ja, habe ich. So weit habe ich schon mitgedacht. Gut. Dürfte aber einigermaßen fix gehen. Haben beide niedrige Schmelzpunkte.
Dann habe ich jetzt noch dich. Die brauche ich jetzt hier. So, Elektrum 2 Ingots. Nimm gleich beide mit. Was weg ist, ist weg. Dahin. Und jetzt haben wir noch den Heavy Engineering Block. Es hat noch gebimmelt. Das heißt, wir haben jetzt diese Quest offen. Das heißt, wir brauchen jetzt dann den Core Sample Drill. Schauen wir wenigstens noch schnell noch das Rezept an. Dafür brauche ich Steel Scaffolding, ich brauche Light Engineering Blöcke, ich brauche 3 Steel Ding. Okay, das heißt, ich brauche Stahlrotz. Genau, mit TZ. Ja, das ist auch kein Problem. Ich mache jetzt noch schnell den guckst du. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht sind schon 9. Oder noch mehr. Wenn nicht. Es sind sogar schon 20. Leute, das schaffen wir noch. Ich bin gewollt, in dieser heutigen Stunde sozusagen das noch zu schaffen. Also, das heißt, ich brauche jetzt Rods. Machen wir gleich mal die da. Brauche ich dafür Platten? Nein. Ich habe dafür 3. Gut. Das brauche ich auch. Also. Daher 2. 2 links, 2 rechts, 2 fallen lassen. Und nein, in dem Thema kenne ich mich nicht aus. Dann brauchen wir davon auch 3. Davon 3. Dann haben wir davon 6 Stück. Dann waren das hier 2. Dann waren das hier 3. Du kommst rein. Stahl kommt jetzt erstmal auch hier rein. Nein, Stahl kommt auch in die geht Kiste erstmal. Das schaue ich nämlich am meisten noch nach, vor allem wenn ich jetzt dann erst viel später dazu kommen sollte, das weiterzumachen. So, und jetzt brauche ich noch die Light Engineering Blöcke. So, dann haben wir einen Core Sample Drill. Oh, wir sind noch nicht fertig. Ein Core Sample. Okay. What's that? Gib einfach mal jetzt mal Core. Ah, da ist er. Und da müssen wir uns schlau machen. Okay, aber wir haben wenigstens noch den Core Sample Drill fertig gekriegt. Da bin ich stolz drauf, dass ich den noch gepackt habe. Aber wie wir mit dem Ding weitermachen und ob wir weitermachen, das sehen wir beim nächsten Mal. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wie immer damit in die Kommentare und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.